fangen wir mit dem Skyward Sword Video an. Ihr wisst, ich liebe Skyward Sword. Und da haben wir ein wunderschönes Video. So, passt auf, Freunde. Von Kavit. Und ihr wisst, ich bin riesiger Skyward Sword Fan. Das heißt, wenn der gute Kavit in seinem Video Zelda Skyward Sword ist besser als du denkst, gut über Skyward Sword redet, sind wir Buddies. Ansonsten haben wir ein Problem. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Okay. Okay. Ein Wort. The. Zwei Worte. The Legend. Drei Worte. I am Legend. Aller spätestens nach Wild of the Breath sollte jedem The Legend of Zelda ein Begriff sein. In der Steinzeit hat es Adventure Games revolutioniert und dann hat es das nochmal gemacht. Und dann nochmal. Die Zelda-Serie ist einer der... Bruder, das ist eine der geilsten Videovorlagen überhaupt. Das ist eine der geilsten Videovorlagen. Du kannst irgendwas hierhin editieren und wenn diese Menschen dann eskalieren, es kommt immer geil. Der beliebtesten Videospielreihen auf diesem Planeten, auf diesem flachen Planeten, mit den treuesten Fans auf diesem flachen... Alter, die in der Mitte ist hübsch. Kann man nicht leugnen. Planeten, die alle Echsenmenschen sind. Leider sind viele Fans auch kleine Babys, die gerne mal rumheulen, denn ein Zelda wurde unrechtmäßig... Ja, ja! Bro, wenn er mich jetzt verarscht und irgendein anderes Zelda erwähnt, okay? Aber ich rede von Skyward Sword. Vor Release, wegen so banalen Sachen wie der Grafik oder so, von der Community abgestoßen und gehasst. Dieses Zelda... Ich liebe Skyward Sword. Wir haben es erst vor kurzem Let's Played und im Let's Play... Ich glaube, Skyward Sword hat sich durch dieses Let's Play meine Top 3 Zeldas geschossen. Ist und war Wind Waker. Ich wusste, dass irgendein Troll kommt. Deswegen habe ich nochmal gesagt, dass ich von Skyward Sword rede. Ich wusste, aber, dass es kommt. Aber ich habe ihn gelesen wie ein Buch. Reden wir heute gar nicht, denn heute reden wir über Skyward Sword, welches zu Recht Flack abbekommen hat, ja? Denn Skyward Sword ist ein Wii-Spiel, aber kein Early-Wii-Spiel, wo man einfach die Fernbedienung quer durch den Raum schmeißen muss, wie bei Twilight Princess, sondern ein Wii-Spiel... Boah, ich müsste echt mal... Hat jemand von euch Twilight Princess auf der Wii gespielt? Wie ist da die Steuerung? Also, wo kommt da die Bewegungssteuerung zum Einsatz? Mit der Wii Remote Plus. Millimetergenaue Bewegung sind jetzt gefragt und das klappt dank der Wii Remote Plus überhaupt nicht. Gar nicht. Also wirklich überhaupt gar nicht. Skyward Sword hat fundamentale Probleme und ist dadurch eines der unbeliebtesten Zeldas aller Zeiten. Wenn man den Pöbel fragt, ja? Denn wenn man einen Kenner, einen Genießer wie mich fragt, ja? Ja, ja, er baut was Gutes auf. Dann kriegt man eine qualifizierte Antwort. Denn damals, als Skyward Sword rauskam, ja? Da fand ich es gut. Ich mochte es sogar sehr. Die Probleme mit der Wii Remote hatte ich damals irgendwie nicht und selbst... Ich in meinem Let's Play auch nur sehr selten, ja? Wenn, dann hätte ich es niemals zugegeben, weil ich ein Verteidiger der Wiggle-Wiggle... Ja? Wiggles Steuerung war, weil es damals um Ehre ging. Ich hatte nämlich nur eine Wii und damals herrschte noch der Konsolenkrieg. Das war direkt nach dem Krieg mit dem Typen mit dem Schnauzer. Das war ein Befehl! Aber es gab natürlich noch andere Sachen. Die Grafik ist kacke. Bruder, er ist mir jetzt schon brutal sympathisch. Er ist mir super sympathisch. Backtracking sagt, die Seelenpassage. Das Backtracking sagt ein Scheiß. Nein! Ach so, das sind die Hater. Die Hater sagen das. Grafik, Schmutz. Backtracking, unfassbar gut umgesetzt. Seelenpassagen nerven. Nein, das war das Geilste. Schaut mein Let's Play. Ich hab die übel genossen. Junge. Passagen nerven. Nein. Der Begleiter ist das Größte. Ja, okay. Ja, dem muss man geben. Faye als Begleiterin ist... Also, prinzipiell ist sie cool. Also, sie als Charakter. Aber wie sie als Tutorial-Ho missbraucht wurde, ist Bro. Das Stückchen Ausscheidung, die Welt jemals gesehen hat. Jedes Mal, wenn man die Wii neu gestartet hat, wurden einem die gleichen Animationen wieder abgespielt.
Ja, ist doch nicht schlimm, Digga. Man konnte also so einen Halbmond hier schon 500 Mal eingesammelt haben und Link hält es ihr trotzdem in die Fresse, als wäre es sein Erstgeborenes. Damals hing auch vielen Leuten die Zelda-Formel schon aus dem Hals raus, aber das war alles 1982, ja? Das juckt jetzt niemanden. Weg damit! In den Müll mit dem Crap! Watch Dogs Legion ist da einfach drin. Denn wir haben jetzt 2021. Wir haben Corona, wir haben Tupac. Ich war sogar letztes Jahr auf seinem Konzert. Was? Oder auch nicht. Ich hab's nicht verstanden, was sie gesagt hat. War bestimmt lustig. Und wir haben Zelda Skyward Sword HD. Und es war wirklich, wie gesagt, ich war sehr, sehr glücklich. Jetzt holen wir kurz nochmal die Punkte aus dem Müll, bitte. Ja, komm, kurz wieder. Sorry. Ich muss aber sagen, ich habe ja letzte Woche eine Reaction abgebrochen, die ja in einem ähnlichen Stil animiert war, also von der Art, vom Artstyle her, weil ich gesagt habe, Bro, ich kann damit nichts anfangen. Was ich ihm jetzt aber extrem positiv geben muss, ist das erste Video, was ich von ihm sehe, er redet schön ruhig. Ja, du hast immer noch die Animation, aber trotzdem, die Animationen bleiben immer lange auf dem Screen, er redet schön ruhig. Ich finde, du kannst sehr, sehr gut seinen Punkten folgen. Ruhig kurz wieder aus dem Müll holen. Danke. Und die gucken wir uns heute an, ja? Und also ich habe nicht prinzipiell was gegen animierte Videos, ne? Nur wenn sie so auf TikTok-Geschwindigkeit ultraschnell runtergerattert werden, ohne dem Zuschauer Zeit zu geben, über das nachzudenken, was gesagt wurde. Ob das alles heute noch so gilt, okay? Also, wie ist I Am Legend 10 Jahre später? Bevor die ganzen Fragen kommen, ich sehe es ja jetzt schon. Ja, ich heiße bester Tü im Game, okay? War das eine Entscheidung, die ich bewusst gewählt habe? Ja. Oder wollte ich bester Typ eingeben, weil ich lustig sein wollte? Ach so. Aber das passte nicht rein. Ich war zu dumm, um das zu checken. Und hieß jetzt für die nächsten 35 Stunden bester Thank You. Typ. Ja. Okay, da wir das jetzt geklärt haben, kann ich nur sagen, dieses Spiel ist einfach nur fucking weird. Komplett bad shit crazy und... Finde ich nicht. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Es ist ein Spiel, wo wir Link, aka ich, aka bester Tü spielen, der aussieht wie Michael Jackson, der gegen zeitreisende Piratenskelette, auf zwei Beinen stehende Schweinezombies, Fisch... Das ist einfach Bockblins. Also, jetzt reißt das schon ein bisschen sehr aus dem Kontext. Das ist einfach normale Zelda-Gegner teilweise, okay? User, VIPN und... Das ist mit Abstand der beste Bösewicht, den The Legend of Zelda je hatte. Und ein riesen Kackhaufen kämpft. I am the great Mighty Pooh and I'm... Mighty Pooh war aus Conker's Bad Fur Day, ne? Going to throw my shit at you. Zwischendrin haben wir auch einfach mal einen Dragon Ball Kampf, aber das interessiert Mr. Jackson hier überhaupt nicht. Victor transformiert sich auch gegen Ende einfach wie Freezer. Und wenn diese Dragon Ball-Anspielung noch nicht reicht, der Endgegner ist einfach Broly mit roten Haaren und einem Schwert. Nintendo hat Skyward Sword erschaffen, um ein bisschen mehr Sinn und Struktur in die verworrene Zelda-Timeline zu bringen. Aber wenn ihr ein Spiel macht, wo Link eine romantische Beziehung mit Zelda, einem weiteren Mädchen und ein... im Schwert hat, dann klärt das keine Fragen, sondern das erschafft eine unzählige weitere, okay, Mr. Ubisoft? Denn bei dem Schwert Fei bleiben wir auch mal ganz kurz, okay? Denn die ist bester Tys Begleiter in diesem Spiel. Nintendo hatte jetzt schon... Oh, jetzt geht der Rant los. Aber berechtigt. Berechtigt. Wie gesagt, Fei als Charakter cool, Fei als Begleiter in Skyward Sword ultra Müll. Ein paar Jahre, um herauszufinden, was als Begleiter funktioniert und was nicht. Bei Navi... Ja, muss man ganz ehrlich sein. Ja, guck mir in die Augen, Mr. Ubisoft. Hast du ein bisschen reingechoked? Was ist dieser Joke mit Mr. Ubisoft? Den kapiere ich nicht. Ehrlich sein. Aber bei Twilight Princess sind sie mit Midna auf Gold gestoßen. Der wohl beste Charakter aus Twilight Princess. Die beste
Begleiterin ever in Zelda und generell einer der besten Charaktere, die das Franchise jemals rausgehauen hat. Die schnippischen Kommentare von ihr, ne? Das ist richtig, richtig gut. Also wenn es nach mir geht, wäre ich immer noch dafür, dass Nintendo einen Modus macht mit Tutorial und einen Modus komplett ohne Tutorial. Ich würde am liebsten in jedem Zelda auf diese ganzen Tutorial-Begleiter verzichten. Aber diese ganzen schnippischen Kommentare von ihr, ne, wie sie jeden frontet, weckt ist, sogar Link, das gibt ihr so viel Persönlichkeit, das haben sie super gut gemacht. Midna war mysteriös, lustig, assig, aber voller Gefühle. Ist natürlich die Frage, wie man nach so einem Charakter weitermacht. Und Nintendos Antwort war, Handbremse ziehen, den U-Turn mitten auf der Kreuzung machen und dann 250 gegen die nächste Wand. Der fand, dass Navi nervig war. Der wusste noch nicht, was nervig ist. Vi hat dem Spieler immer zu jeder Zeit gesagt, wo man hin muss, hat jedes Rätsel erklärt, nachdem ein Charakter etwas gesagt hat. Komm, lass mir es durchlaufen. Ich brauch da gar nichts zu sagen. Vi das nochmal wiederholt, weil alle Spieler einfach hirnverbrannt sind und dazu hat sie das immer noch mit diesen dämlichen Prozentangaben gemacht. Das ist ja... Wir lassen es durchlaufen. Dem Dungeon ist absolut hyped, endlich richtig ins Game zu starten. Ja, nach 13 Stunden Tutorial will man endlich mal das Game spielen, weiß genau, was jetzt abgeht und dann kommt Fei. Gebieter besser tschüss, sie stehen mit einer 69%igen Wahrscheinlichkeit vor dem ersten Dungeon. Ja, no shit, Sherlock. Danke, Mann. Fei ist das nervigste Piece of Shit, welches Ubisoft jemals erfunden hat. Wo kommen die Ubisoft-Jokes her? Würde ich sagen, wenn wir die Wii-Version zocken, ja? Da habe ich euch bamboozelt. Da seid ihr wohl in meine Fallenkarte getappt, hä? Denn Nintendo hat in dem HD-Remake natürlich nicht nur dafür gesorgt, dass man jetzt endlich mal was erkennen kann, sondern auch Quality of Life Improvement. Oh, jetzt bin ich gespannt. Also die wären mir jetzt bei meinem Let's Play nicht zwingend aufgefallen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt reingepackt. Denn jetzt hält Fei die Fresse. Sie sagt nur noch wichtige Dinge und wiederholt sich nicht mehr fünfmal. Und wenn sie was zu sagen hat... Waren in der Wii-Version so viel mehr Dialoge? Also ich habe mich in meinem Let's Play immer noch von ihr abgefuckt gefühlt. Hat, ploppt sie nicht einfach aus dem Schwert und ballert dich voll mit Text, sondern du kannst die Alte schön in der Scheide lassen. Lol. Nein, aber im Ernst, Skyward Sword ist meiner Meinung nach, und wie wir alle wissen, ist es die einzig relevante Meinung, eines der besten... Joke, den schon jeder Meinungsblogger gebracht hat? Ja... Die allgemeine Meinung, aber vor allem meine Meinung, die wir wissen, dass sie die wichtigste ist, ist folgende. Zeldas. Und ich weiß, viele werden jetzt vermutlich eine öffentliche Steinigung bei Merkel oder dem Finanzamt einreichen, aber hört mich an. Dann konzentrieren wir uns mal ganz kurz nicht da drauf, okay? Dazu kommen wir gleich noch, aber konzentrieren wir uns jetzt einfach mal auf die guten Sachen. Konzentrieren wir uns mal auf das, was Skyward Sword brillant macht. Okay, bevor er jetzt anfängt, was ich an Skyward Sword liebe. Ja, du backtrackst dreimal in die gleichen Gebiete, aber sie ändern sich komplett, auch gameplay-technisch. Ich liebe das Item-Management und die Kreativität der Items. Richtig, richtig gute Items. Die Dungeons sind der Wahnsinn, die machen so Spaß. Girahim als Bösewicht, der Knaller. Ja, ich glaube, das sind... Und ja, Musik natürlich, ne? Musik über Shit. Wahrscheinlich der beste Soundtrack, den Zelda je hatte. Wo Skyward Sword das Franchise in die richtige Richtung gelenkt hat, fangen wir mal bei der Story an. Und jetzt werden manche natürlich geil sagen... Geil, Story ist auch sehr gut, ja, weil du auch folgen kannst. Ich finde, in vielen anderen Zeldas ist es immer so dieses, ja, Ganondorf kommt, bla bla bla. Aber hier hast du eine echte Story mit Plot-Twists, mit Charakterentwicklungen und allem drum und dran. Wirklich überdurchschnittliche Story, ja. Dumm, das ist dieselbe Story wie immer. Zelda wird gefangen genommen und wir kloppen uns durch 6 bis 9 Dungeons, bevor Link hoffentlich einen Tee mit ihr trinken kann. Und da habt ihr absolut recht, ja. In der Hinsicht ist Zelda SS... vielleicht... Digga, jetzt fängt der Nächste auf dessen Videos, wir reagieren mit solchen Witzen an! Vielleicht sollte man nicht alles abkürzen. In der Hinsicht ist dieses Zelda... Junge, ist das jetzt Tiny Goomba 2? Besonders. Was es aber besonders macht, ist die Beziehung zwischen Bester Tü und Zelda und die Inszenierung der Story, oder besser gesagt... Kevin, ja, BOCW hat ja auch Charakterentwicklung. Ganondorf hat sich von einer Spinne in ein Schwein entwickelt.
Danke, Kevin. Zwischensequenzen. Ich habe ja eben schon über die Dragon Ball Kämpfe geredet und jeder, der mein Video zu Hyrule Warriors gesehen hat, weiß, wie sehr ich gute Zwischensequenzen mag. Das heißt, allein das macht es für mich gut und die Beziehung zwischen Bester Tü und Zelda ist hier einfach anders, ja. Denn sie haben wirklich eine Beziehung. Ja, Bester richtig, genau. Das ist es, da entsteht eine echte Romanze. Tü ist hier nicht irgendein Bauernopfer, der für eine heiße Prinzessin simmt, sondern die beiden sind gute Freunde. Aber Bester Tü steckt definitiv nicht in der Friendzone, aber hoffentlich bald in was anderes, if you know what I mean, in dem gemütlichen Bett, weil er gerne schlafen mag. Link und Zelda fühlen sich hier realer an als in allen Zeldas zuvor. Als Zelda dann entführt wurde, wollte ich sie wirklich retten und vor allem konnte man sehen, wie sehr Bester Tü sie retten wollte. Sag was gegen mich, 5000 Kunden stehen auf. Aber hier hört es auch nicht auf, was Charaktere angeht. Generell die Charaktere wachsen einem in diesem Zelda besonders ans Herz. Vor allem Bardo, der am Anfang ein richtiger Arsch war. Der Link einfach nicht gegönnt hat. Hat eine richtig nice Entwicklung. Vor allem auch, was ich auch so geil finde, ist, dass zwischen Bardo und Link, dass Bardo echt sagt, nee, ich leg Prinzessin Zelda flach, nicht du. Also wirklich zwei Typen sich einfach um eine Frau kloppen. Das ist auch eigentlich so untypisch. Hingelegt und am Ende mochte ich ihn richtig, ja. Das hatte ich jetzt in keinem anderen Zelda bisher so erlebt. Ich glaube, das hängt aber auch mit dem stärksten Pluspunkt von Skyward Sword zusammen. Und zwar mit dem Wolkenhort. Das ist hier so die Hubwelt, nennt man das so. Nachdem man die Dungeons in den jeweiligen Gebieten Wolkenhort erledigt wirklich hat, strong, kommt ja. man immer zum Wolkenhort zurück. Und man kommt auch immer gern dahin zurück. Und das ist, glaube ich, das Beste am Game für mich. Und ich spreche nur vom Wolkenhort. Verstehe ich. Ne? Nicht das Wolkenmeer. Das ist absolut langweiliger und leerer Crap, der einfach nur zur Streckung der Spielzeit dient. Aber der Wolkenhort ist... Das habe ich auch in meiner Kritik im Let's Play am Ende kritisiert. Es gibt zu wenige Schnellreisefunktionen. Zu wenige und zu kompliziert zu benutzen. Das ist ein großartiger Ort, ja. Hier gibt es viel zu entdecken, viele Nebenmissionen, viel zu sammeln. Es hat einfach nur Bock gemacht zu sehen, was sich alles verändert. Tobi, danke für 2 Jahre Submann. Was die Charaktere jetzt zu sagen haben oder was Dankeschön. Für Missionen es jetzt gibt. Es hat echt Bock gemacht, die Leute am Tag und bei Nacht zu stalken wie ein Creep und in deren Häuser einzubrechen. Und hier finden auch die meisten Nebenmissionen statt. Es gibt zwar jetzt nicht so super viele und auch nicht jede die ist Quest Gold, habe ich nicht verstanden. Aber es gibt zum Beispiel die hier, wo man nachts komische Geräusche aus der Toilette hört. Da muss jemand ein sehr wichtiges Geschäft erledigen. Ihm fehlen leider nur die wichtigsten Utensilien und... Wobei man jetzt natürlich an der Stelle fairerweise sagen muss, das hat Skyward Sword nicht erfunden, ne? Da haben sie sich nur an Majora's Mask bedient. Die Frage ist, ob unser Videoersteller das weiß, ne? Oder ob er jetzt sagt, Alter, in Skyward Sword ist eine Hand im Klo, aber der Meister hat nie Majora's Mask gespielt. Dieses Geschäft abzuwickeln, also bittet er um Hilfe. Gleichzeitig will aber der Freund von Bardo hier, Rex, dass wir seiner Flamme einen Liebesbrief überreichen. Ich meine, Link, der Schlawiner, hat schon ein paar Ideen, was wir mit dem Papier machen können. Aber wir stecken jetzt in einem moralischen Dilemma. Nun kann man entweder die Person auf dem Klo retten oder den Wingman für einen Bruder in Nöten spielen. Da ich aber immer für Liebe und Leidenschaft bin, habe ich natürlich den Brief abgeliefert. Oh, krass! Krass. Okay, ich hab das der Hand im Klo gegeben. Sie war zwar ein bisschen enttäuscht, dass der Brief nicht von Kuko kam, das ist der Typ hier, aber dennoch willigte sie ein zur Verabredung. Das sagen wir natürlich direkt Rex und die Liebe hat wieder gesiegt. Geile Mucke. Aber im Hintergrund habe ich mit Kuko gesprochen, ihm gesagt, dass sein Girl bald einen anderen hat und er einschreiten soll. Also bombt er die Verabredung. Das Mädel nimmt natürlich direkt den heißeren Typen. Rex, sein Herz ist für immer gebrochen. Oh, was? Das ist der Plot-Twist? Oha! Der F an den gefallenen Bruder. F. Er wird nie wieder ein Mädchen oder einem vermeintlichen Freund vertrauen können. Wahrscheinlich stürzt er in tiefe Depressionen und fängt mit League of Legends Spielen an. Ende. Aber hey, Gütejuwel. Saubere Arbeit, Link. Nein, Spaß, Rex. Dem Ding geht's wahrscheinlich gut. Sehr wahrscheinlich bin ich mir zu 69% sicher. Aber es sind diese Missionen,
die den Wolkenhort. Und jetzt spielt Rex 24/7 Fortnite und kauft sich jeden Skin im Shop. Mit Leben füllen. Aber das ist natürlich noch nicht. Aber nur mit Creator Code Hübi. Alles. Skyward Sword hat RPG-Elemente eingeführt. Wir können Rohstoffe sammeln und. Oh, das ist noch ein weiterer Aspekt, der Skyward Sword krass macht. Das Item-Leveln, dass sie wirklich andere Funktionen bekommen und ihre Optik verändern und dadurch wirklich. Oh, das habe ich ganz vergessen. Das Item-Leveling ist so stark. Und Sachen aufwerten. Wir können Käfer fangen und irgendwas mit denen machen, Tränke verbessern oder so, keine Ahnung. Skyward Sword hat die Ausdauerleiste eingeführt, ja? Also wurden Sprinten und leichtes Klettern hier eingeführt. Das sind alles Elemente, die wir in dem späteren, sehr bekannten, sehr erfolgreichen und sehr beliebten Spiel wiederfinden werden. Watch Dogs Legion. Viele Dinge wirken in Skyward Sword jetzt noch nicht so 100% ausgereift und viele Sachen wurden jetzt auch nicht so 100% positiv aufgenommen wie die Ausdauerleiste. Aber ich finde, es ist sehr interessant, zu was das alles geführt hat. Und ja, das ist nämlich auch eine Sache. Ich habe immer das Gefühl, dass für all diese neuen Dinge, ne, wie aus dem Wolkenmeer droppen in TOTK, die Ausdauerleiste, das Klettern, ne, etc., da kriegt immer BOTW und TOTK kriegen die Lorbeeren. Aber so viel hat Skyward Sword erfunden und alle vergessen's. Das macht mich so traurig. Ist einfach so der stille Held, der in den Schatten agiert und den Leuten was Gutes bringt, aber keine Credits dafür nimmt. Ohne Skyward Sword wäre Nintendo wahrscheinlich nie auf die Idee von Breath of the Wild gekommen. Und im Trailer zum... Janine, also wie gesagt, Skyward Sword für mich Top 3 Zelda. Ich würde sagen, auf 1 ist Majora's Mask, auf 2 wahrscheinlich Breath of the Wild und auf 3 wahrscheinlich Skyward Sword. Also ich finde, es lohnt sich sehr, ja. Nachfolger geht es ja wieder in die Lüfte. Vielleicht wieder Skyward Sword inspiriert, wer weiß. Wir werden es hoffentlich bald erfahren, aber es ist, glaube ich, sicher zu sagen, dass Skyward Sword sehr viel... Ah krass, das Video ist vor TOTK erschienen. Interessant. Gutes für das Franchise getan hat. Auf der anderen Seite existiert das Kürbis-Minispiel. Hä? Das habe ich first tried, wo ist das Problem? Ja, Digga, warum läufst du auch so dumm an diesem Pfosten? Ja. Ich habe das first tried. 3 Tage später. Danke. Oh. Adada. Gucken wir uns nochmal die Tafel an und gehen die Punkte weiter durch und vielleicht jetzt mal ein bisschen schneller, denn ne, Zeit ist Geld, wir haben alle sehr wenig, ich hab sehr wenig Geld. Also nächster Punkt, lernen Videospiele, Grafik, Dude, ja! Sagt. Auf der Wii schon ein bisschen, ja. True, aber jetzt in HD ist der Grafikstil super. Wer was anderes behauptet, sollte in Deutschland... Ich habe ja sogar auf meinem Zweitkanal Hübschrauber an alle XD-Zuschauer an der Stelle, an euch, habe ich ja hier sogar mit 4K-Texturen gespielt. Das war ein sehr schönes Spiel. Wirklich sehr, sehr schönes Spiel. Kann ich wählen dürfen. So, nächstes. Seelenpassage nerven. Ja, größer Bullshit. In Twilight Princess war diese Käfersuche als Wolf schon nervig. Ja, deswegen hatte Nintendo sie gekürzt in der HD-Version und einige hatten die Hoffnung, dass es ja auch wieder so ist. Ist es aber nicht und ich find's auch gut. Ja, einer muss es ja mal sagen. Die sind jetzt alle nicht besonders schwer und gehen auch nicht lang, aber wenn man diese Wächteridioten aufweckt und die... Ja, das ist geil. Die sind schnell gemacht. Du kannst sie richtig gut speedrunnen, da sind keine ätzenden Animationen drin und sie werden auch wirklich herausfordernd. Ich habe mich auf jede dieser Passagen gefreut. Farbe der Umgebung sich ändert, die Mission kickt und die Leute hinter einem her sind, dann wird aber dieses andere Gemälde in meiner Unterhose gemalt. Das kann ich euch aber schwören, ey. Why are you running? Why are you running? So, was haben wir noch? Backtracking nervt. Ja, das ist ein Punkt. Nein. Tut's nicht. Ihr kennt mich, ich bin kein Fan von Sachen remaken und backtracken und die gleichen Dinge immer wieder verwenden. Aber in Skyward Sword, jedes Mal, wenn du in die Gebiete zurückkommst, haben sie sich gameplay-technisch komplett geändert. Und jetzt mal, nur mal als Beispiel, ne? Nur mal als Beispiel. So, Vulkangebiet. Das erste Mal kommst du, du gehst in den Untergrund, kriegst da die Grabklauen, bist eigentlich nur in diesem Tunnelsystem unterwegs und gehst dann in den Dungeon. Dann kommst du wieder und ich glaube, was war dann? Ich glaube, dann wirst du ja gefangen genommen. Dann werden dir, glaube ich, alle deine Items weggenommen und du hast eine komplette Schleichmission. Ne? Du schleichst dich durch, du sammelst deine Items wieder ein, kriegst neue Funktionen, komplett anderes Gameplay. Wenn du dann beim dritten Mal kommst, bist du im Vulkan unterwegs, wieder an einer ganz anderen Stelle mit neuen Herausforderungen. Also, du bist zwar im gleichen Gebiet, aber es ist gameplay-technisch immer komplett anders und du bist teilweise auch in komplett anderen Gebieten unterwegs.
So, nur weil das Kartengebiet das gleiche ist, heißt es nicht, dass du immer in den gleichen Orten unterwegs bist. Das ist so ein Scheißdreck. Punkt, da muss ich sagen, dem kann ich zustimmen, ja. Nein! In Skyward Sword gibt es neben dem absolut lähmen, beschissenen Wolkenmeer nur drei Gebiete. Grüne Landschaft, Vulkan, Wüste. Die sind jetzt von Beginn an auch schon nicht so mega interessant, wobei die Zeitmechanik in der Wüste schon mega nice ist. Aber ja, man muss immer und immer wieder. Ja, und dann beim ersten Mal läufst du durch die Minen, beim zweiten Mal fährst du einfach mit einem fucking Schiff über ein Meer und beim dritten Mal musst du den kranken Drachen retten und bist wieder in einem komplett neuen Kartengebiet unterwegs. Dann kannst du auch sagen, ja, in BOTW läufst du nur in dem Eis und in dem Wüsten- und in dem Grasgebiet rum. Gebiete zurück. Zugegebenermaßen finde ich, oft verändern sich die Gebiete genug, ja, dass sie als neue angesehen werden, ja, können. Oder man kommt in neue Bereiche, die, ja, sich schon groß verändern. Aber ja, ja, mehr Gebiete und mehr coole Ideen wie die Zeitreise, das wäre schon schön gewesen. An einer Stelle wird das hin und her gelaufe, auch auf die Spitze getrieben. Denn nachdem man das Tutorial beendet hat, kommt man ins erste Gebiet, macht da Stuff und geht dann in den ersten Dungeon. Da, ja, stompt man den Boss und oh Wunder, Zelda ist in den Nava Castle. Also ins nächste Gebiet, mach da Sachen, nächster Dungeon, Storm. Ja. Diesmal ist Zelda da. Ja, aber also, sorry, aber so kannst du jedes Zelda runterreden. Na? Muss ich jetzt auch mal verteidigen hier. Hat aber keinen Bock auf Link und ghostet ihm im Real Life. Also im Game, weil das ist ja ein Spiel. Aber für die ist es ja das Real Life. Das ist alles total genial, das würdet ihr gar nicht verstehen. Auf jeden Fall geht's ins dritte Gebiet, Stuff, Dungeon, Storm. Ja, ja. Bro! Das ist jedes Zelda! Dragon Ball Kampf, Zelda ist jetzt wieder da, aber sagt Link, kämpf mal bitte um Leben und Tod gegen diesen Vollidioten da, ich gehe shoppen mit Impa. Das ist alles bisher sehr straightforward, ja, keine Überraschung, Zelda typisch, aber geht voran. Jetzt müssen wir halt mit so Patafoifoi die wahre Macht des Masterschwerts entfachen, weil bisher haben wir halt nur diesen Zahnstocher hier. Ist ein Knife. Dafür müssen wir jetzt wieder ins erste Gebiet, aber davor passiert das mit Pfeil. Wir gehen also zurück in den Wald. Und da ich nicht wusste, wo ich genau hin muss, weil ich es vor 10 Jahren das letzte Mal gezockt hatte, bin ich an den Anfang des Waldes gespawnt. Ich bin also hier durch den gesamten Wald nochmal gelaufen, bis zum Eingang, wo man dann zum ersten Dungeon oder so kommt. Dort ist jetzt nämlich die erste Seelenpassage, die man dann machen kann. Wenn man es schafft, bekommt man eine neue magische Fähigkeit. Mhm. Die Zelda-Reihe ist ja seitdem. Ja, und das ist cool, weil das sind so Fähigkeiten wie diese Unterwasserrolle, die du ja beispielsweise bekommst, oder ich weiß gar nicht, was es in der Wüste dann war. Das sind Fähigkeiten, die sich wirklich, also du hast das Gefühl, dass Links Moves, also Grund, das sind keine Items, das sind wirklich komplette Veränderungen von Links Gameplay, die du dann gewinnst. Gerade das Schwimmen zu bekommen, ändert so viel. Teil dafür bekannt, Greifhaken besondere Items dem Spieler zu geben. Ja, die Ohrringe waren ein bisschen Scam. Die waren nur für das Dinggebiet. Aber Greifhaken. Magische Schwerter, eine Ocarina, mit der man die Zeit beeinflussen kann, Armreifen, wo Link zum Powerlifter wird, oder Beyblade. Hier kriegt Link jetzt die magische Fähigkeit des Luftanhaltens. Nein! Nein, das ist einfach eine Lüge! Du kriegst die Unterwasserrolle. Du kannst in kaum eine. Das ist das erste Zelda-Game? Stopp, das zweite, in dem du tauchen kannst. Na, in Twilight Princess konntest du es auch. Aber Tauchen und Unterwasserangriffe sind nicht Standard. Boah, ich klinge wie so ein schlimmer Fanboy, ne? Ich bin ein richtig schlimmer Skyward Sword-Fanboy. Ich bin auch viel zu aggressiv. Ich respektiere seine Meinung voll, ne? Ich rede nur energisch, weil ich das Spiel sehr mag, okay? Ich respektiere seine Meinung. Aber ich bin einfach Skyward Sword-Fan, okay? Lass mich das Spiel verteidigen. Dadurch kommen wir jetzt aber... Ich weiß, dass ich biased bin. ...neue Gebiete, also theoretisch. Ich mache euch mal die Map auf, ja? Wir sind jetzt hier. Hier ist der Weg, der zum ersten Dungeon führt. Und ja? Da geht's weiter. Also bin ich dahin gelaufen. Da ist aber eine Mauer und wir müssen das Symbol vervollständigen. Die meisten wissen wahrscheinlich, was zu tun ist, aber ich war zu blöd und habe versucht, das nachzuzeichnen. Hat natürlich nicht geklappt, also bin ich wieder zurück. Also er schafft das Kürbis-Minispiel nicht, er kapiert nicht, wie man ein Symbol vervollständigt. Langsam sehe ich, wo das Problem sitzt. Vor der Konsole. Rückgelaufen, dahin. Und bei der Anmerkung aus dem Schnitt, es wurde einem gesagt und gezeigt, wo das Symbol ist, sogar in einer Cutscene. Ich habe es nur 5 Minuten später wieder vergessen. Ich wollte gerade sagen, also jetzt kritisiert das, weil er es selber nicht checkt. Bada-bang, da ist das Symbol. Also wieder zurück. Symbol einzeichnen, geil. Digga, was ist das für ein Kreis? Ey, Meister,
neues Gebiet, cool. Nur nach 10 Minuten treffen wir den Drachen, der uns sein geiles Feuer geben soll, aber der ist durstig und braucht Wasser. Und zwar spezielles Wasser, nicht das Wasser, was hier überall ist. I am under the water. Please help me. Und dreimal dürft ihr raten, wo wir hin müssen. Jo, wieder den Weg zurück zum ersten... Aber dafür gibt's ja Schnellreise. Wie gesagt, ich gebe zu, die Schnellreise, das ist ja auch das, was ich kritisiert habe, ist ein bisschen unschön gemacht. Ja, du musst dich quasi wieder in die Lüfte feuern, dann einmal im Kreis fliegen und wieder in den Wald abstürzen, um dann bei einer neuen Statue zu landen. Aber also du musst nicht immer da manuell hin und her dackeln. Du kannst auch schnell reisen. Dungeon. Und zwar diesmal ganz zurück. Sogar in den Dungeon rein, weil da... Ja, aber der hat sich wieder verändert. Das ist quasi wie ein Mini-Dungeon. Das Wasser ist. Der hat sich gameplay-technisch ganz geändert, Meister. Und wenn man es dann hat, ja, dann... Schnellreise! Muss man halt wieder. Der weiß nicht, dass es Schnellreise gibt, kann das sein? Das macht mich aggressiv, wie der spielt. Er kann Kreise nicht zeichnen, er kann Kürbisse nicht tragen, er weiß nicht, dass Schnellreise existiert. Zurückgehen, also nochmal in Nein, du weißt nicht! Flieg! Teleport! Man kommt ins erste Gebiet an, sucht rum, bis man das Seelending findet, macht es, muss dahin, wenn man blöd ist. Ich bin jetzt so ein richtig schlimmer Backseat-Gamer. Wie ich muss man wieder zurück und wieder dahin, aber dann muss man wieder zurück, aber ganz zurück in den ersten Dungeon rein und dann wieder zurück. Ja, Schnellreise! Da sind da immer kleine Unterschiede drin. Auch im ersten Dungeon, da sind ein paar Dinge anders, ja, als wie beim ersten Durchlauf. Aber das ist einfach zu viel. Da haben sie es in den anderen Gebieten wesentlich besser gelöst. Aber ja, den Backtracking-Punkt, den kann ich schon nachvollziehen. So, okay, was ist noch? Eine ganze Basis, dass er Backtracking versteht, ist... Oh, Digga. Hübi ist der Atze, den die Mods nach 2 Minuten aus dem Chat bannen würden. Ja, mit Stolz! Lightning Round. Items wurden immer wieder angezeigt. Ja, das wurde im HD-Remake gefixt. Und die Zelda-Formel wird öde. Ja, das kann ich verstehen, aber das hat dann halt Breath of the Wild gefixt. Also bleibt, glaube ich, nur noch ein Punkt übrig. Die Motion-Steuerung. Was ist mit der? Denn das ist wahrscheinlich das Kontroverseste an Skyward Sword. Ich kann mich noch daran erinnern, wie gefühlt jeder es gehasst hat. An dem Punkt hatte die Wii auch nicht mehr das beste Image und die Wiimote-Fuckelei war im besten Falle, wenn es funktioniert hat, ein nettes Gimmick. Sind wir mal ganz ehrlich. Und das wollte Nintendo ändern. Und das Ding ist, wenn es funktioniert, dann ist es wahrscheinlich einer der coolsten Sachen bisher. Denn wenn es funktioniert, dann steuert ihr mit der Wii-Fernbedienung oder heute mit dem rechten Joy-Con links Schwert. So wie ihr eure Hand bewegt im Real-Life, ja, Real-Life, Fernbedienung und so, so bewegt Link das Schwert im Game, in seinem Real-Life, im Game, was für uns ein Game ist, aber für ihn sein Real-Life. Und das ist fucking awesome. Wenn es funktioniert. Das Geile bei Skyward Sword ist nämlich, dass sie es nicht einfach lieblos draufgeklatscht haben, weil es ein Wii-Spiel ist, wie in Twilight Princess. Ja, die einzige Sache, die ich aber da am Switch-Replay, sag ich mal, ein bisschen kritisieren muss, durch den Joystick konntest du halt krass abusen, ne? Also, im echten Spiel hast du ja wirklich dann so geschlagen, aus verschiedenen Richtungen, ne? Zack, 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 zack. Und hier kannst du einfach den Stick die ganze Zeit in die rechte oder linke Richtung splattern. Und Link macht dann so ba, 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 und kriegt dann so 3000 Schläge in einer Minute raus. Das ist halt der Nachteil, aber es macht trotzdem Spaß zu spielen. Aber ich glaube, da macht dann die Controller-Steuerung so die eigentliche Idee, dass du dein Schwert wie in Real Life steuern kannst, ein bisschen kaputt. Der Kampf und die Gegner bauen halt in diesem Spiel wirklich auf das Kampfsystem auf. Das heißt, Gegner schützen sich extra in Also ich hab's, um es auch nochmal zu sagen, ich glaube, du konntest auf der Switch konntest du entscheiden, ob du mit Bewegungssteuerung oder mit Knopfsteuerung oder Sticksteuerung spielen wolltest. Ich habe halt nur Stick gemacht. Ich habe Bewegung gar nicht ausprobiert. Bestimmten Richtungen oder verfolgen eure Hand, um sich zu schützen. Nintendo hat sehr viele nice Wege gefunden, das als Vorteil zu nutzen, um Kampfszenarien zu erschaffen, die es bisher so in keinem anderen Game gab. Keine Gewähr auf diese Aussage. Das Problem ist natürlich nur, ja, das. Denn wenn es nicht funktioniert, ja, dann geht diese gesamte Magie flöten. Und das ist anscheinend bei vielen so gewesen. Ich weiß, dass ich damals auch viele Probleme mit der Wii-Fernbedienung und dieser komischen... Wobei ich da auch sagen muss, weil er sagt ja auch gerade, ne, die Gegner halten aktuell ihren Block so, dass sie dich blocken, von wo du schlägst. Manchmal finde ich das auch ein bisschen lächerlich. Also du hast von rechts, links, oben, unten und der Gegner blockt einfach permanent, was du tust. Du hast einfach das Gefühl, der hat einfach Aimbot. Und das fühlt sich manchmal ein bisschen frustrierend an.
komischen Sensorleiste da hatte. Ja, vor allem bei Spielen wie Tenkaichi 2, wo man die ganze Zeit mit diesem Sensor da arbeiten musste. Aber hier kann ich mich an keine großen Probleme erinnern. Und auch in der Switch-Version wuppt das halt alles einfach. Man muss zwar jedes Mal den Joy-Con neu zentrieren, wenn man irgendwas macht. Wenn nicht, dann passiert sowas. Aber das geht halt dank einem Drücken auf dem Y. Der hat da bestimmt Copyright-Mucke verwendet. Und es gibt so ein YouTube-Tool, das YouTube nur die Musik entfernt und versucht, die Stimme drin zu lassen. Und ich glaube, das passiert gerade. Deswegen ist gerade die Stimme so am Arsch. Da hat er irgendeinen Copyright-Song verwendet und es nachträglich mit dem YouTube-Editor entfernen lassen. Y-Knopf auch ganz einfach, ja. Das ist alles gut. Ich habe nur jetzt auf der Switch ganz neue Probleme mit der Steuerung. Ich habe das aber auch schon ab und zu gemacht. So, aber ohne Scheiß, lieber hast du als YouTuber ein Video, wo du kurz für 5 Sekunden ein bisschen weirde Audio hast, als ein komplett demonetarisiertes Video. Weil ich glaube, das kam auch ganz gut an. Ja, 50.000 Aufrufe. Gefunden. Das ist und Geld, zwar, auf das willst ich, du nicht verzichten. Ich will mich halt nicht mehr bewegen. Gerade wenn du so ein 28-Minuten-Video raushaust. Okay, ich bin ein fauler Hund geworden, okay? Ich will mich einfach nur noch hinchillen und einfach ganz gemütlich zocken. Das heißt, ich hatte jeden Abend die Auswahl zwischen einem halben Workout oder einfach gemütlich PS5 zocken. Ja, ich habe Skyward Sword erstmal ein paar Wochen nicht gespielt, ne? Weil das Ding ist, wenn die Motion-Steuerung nur... Okay, krass. Krass, dass das jetzt wieder so ein Thema ist, ne? Weil wie gesagt, ich habe halt komplett nur mit Stick gespielt. Ich habe einfach ganz normale Stick-Steuerung gemacht. Habt ihr am Let's Play gesehen. Ich habe irgendwann gar nicht mehr über die Steuerung nachgedacht. Ne? Ich habe es einfach als geiles Zelda-Abenteuer gesehen. Also dieses Thema, in welcher Steuerung spiele ich und bla bla bla, das war für mich gar keine Sache. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Nur im Kampf wäre, dann wäre das auch cool. Nur das nächste Problem bei dem Spiel ist, dass Nintendo es einfach wieder übertrieben hat. Man steuert gefühlt alles mit Bewegungen. Ja, dann machst du halt aus. Also, ich verstehe, ich muss sagen, aber das ist jetzt nicht nur auf ihn bezogen, sondern auf alles in Skyward Sword. Ich verstehe nicht, warum so viel über diese Bewegungsstörung gerantet oder gesprochen wird. So, wenn du sie nicht willst, mach sie halt aus. So, das ist ja das Beste, was ein Spiel machen kann. Dir die Auswahl geben. Das kritisiere ich häufig bei Nintendo, dass sie dir nicht genug Auswahl geben. Sondern, dass sie dir sagen, du musst so spielen und du musst die Sequenzen angucken, ob du willst oder nicht. Aber wenn dir das Spiel schon sagt, du kannst mit Stick oder mit Bewegungssteuerung spielen, dann in einem Test, wie du die ganze Zeit die Bewegungssteuerung zu ranten, so, spielt einfach mit Stick. So, ich sehe das Problem nicht. Mit Krampf. Schneller klettern, fuchteln. Auf dem Ball balancieren, spiel halt Mario mit Galaxy Also, Flash. Bei allem, was er sagt, denke ich mir, spiel halt mit Stick. Bags. Mit Peitsche peitschen, 5 gegen Willi. Einfach alles wird mit dieser Kack-Bewegungssteuerung gemacht. Und das wurde mir erst hier richtig klar. Vor allem das Vogelfliegen nervt richtig. Danach tut wirklich mein Handgelenk weh. Und das alles hat mich dann dazu gezwungen, auf die Seite zu gehen, auf die ich wirklich nicht gehen wollte, okay? Warum? Ich wollte dieses Spiel mit Bewegungssteuerung... Ich check den ganzen Punkt nicht! ...steuerung durchspielen. Und ich wollte euch erzählen, wie nice das ist. Und dass jeder, der es nicht mag, einfach eine kleine Bitch ist, okay? Ich habe mir extra neue Joy-Cons für 70 Euro gekauft. Ja, selber schuld, Digga. Weil ich cool sein wollte. Übrigens, warum sind die Dinger so teuer? Bearbeitet ihr da Diamanten drin oder was? 70 Euro und dann Joy-Con-Drift? Willst du mich eigentlich verarschen? Auf jeden Fall wollte ich all diese Dinge machen. Ja genau, Luca, am Anfang ist das Kameraeinstellen noch ein bisschen weird, dass du L gedrückt halten musst und dann den Stick... Genau das hatte ich im Let's Play auch, aber spätestens nach Part 5. Also das geht so in Fleisch und Blut über. Aber ich kann's nicht. Damit Leute mit der Switch Lite dieses Spiel auch spielen können, hat Nintendo natürlich noch eine normale Steuerung ohne Rumgefuchtel reingebaut und ich war da erstmal sehr skeptisch, ja. Das war das Spiel, welches auf Motion-Steuerung aufgebaut ist. Ich bin gespannt, auf was jetzt, auf welchen Punkt der rausgeht. Ohne das würde doch safe etwas fehlen, oder nicht? Ich habe es dann irgendwann auf jeden Fall mal ausprobiert und ich kam erstmal gar nicht klar. Weil jetzt steuert ihr mit eurem rechten Stick das Schwert und nicht mehr die Kamera. Und das allein braucht erstmal ein bisschen Übung. Aber um die Kamera dann frei bewegen zu können, wie in jedem anderen Game, müsst ihr die rechte Schultertaste gedrückt halten. Dann könnt ihr euch wieder frei umgucken mit dem rechten Stick. Wenn ihr das nicht macht, ja, dann fuckelt Link, als gäbe es keinen Morgen. Und das ist erstmal super, super gewöhnungsbedürftig. Ja. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, ja? Oh mein Gott. So müssen sich Leute gefühlt haben, als Jesus damals aufgetaucht ist. Skyward Sword wird einfach zu einem neuen
Game. Zum einen kann ich es jetzt... Ja, das erklärt, glaube ich, auch, warum ich in meinem Let's Play das Game nochmal so anders wahrgenommen habe. Weil die Steuerung kein Thema mehr war. Man, ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich spiele dieses Spiel wie jedes andere Zelda. Und du kannst deine Energie oder allgemein dein Spielerlebnis nur auf die Story und das Gameplay und alles fokussieren. Und ich glaube, deswegen habe ich das Game nochmal so anders wahrgenommen. Weil dieses ganze Thema Steuerung ist raus. Du hast dich nur auf die Geschichte, auf das Gameplay, auf die Welt und auf die Musik konzentrieren können. Weil die Steuerung so automatisch ging wie in jedem anderen Videospiel, dass du da gar nicht mehr drüber nachgedacht hast. Jetzt einfach ganz entspannt zurückgelehnt zocken, ja, was schon mal Gold wert ist. Zum anderen macht es immer noch richtig Bock. Das Kampfsystem macht fast noch mehr Bock dadurch. Die Bewegungsmuster der Gegner und alles ist natürlich nicht geändert worden, aber das braucht es halt auch nicht. Es funktioniert perfekt. Das ist so ein spaßiges Kampfsystem, das ist unfassbar. Ja. Damit hätte ich wirklich niemals gerechnet. Sowas gab es, glaube ich, bisher auch noch in keinem Game. Ich meine, man kann es vielleicht... Bruder, er weiß schon wieder nicht, dass man über die Gegner drüber rennen kann. Sein Spielstil macht mich wahnsinnig. Man kann einfach über die drüber rennen, über ihr Schild und sie von hinten einmal schlachten. Und er fängt wieder an, hier das Schild zu halbieren. Ein bisschen mit For Honor vergleichen, weil es zumindest mich ein bisschen daran erinnert, wie die Gegner ihre Waffe halten, um deine Angriffe zu blocken. Aber sonst fällt mir nichts ein, womit man das vergleichen kann. Es ist wirklich cool und verliert meiner Meinung nach kein Stück an Magie. Ja, man fühlt sich nicht mehr so, als wäre man bester Typ, aber dafür kann man jetzt einfach ganz gechillt zocken. Und das Allerbeste habe ich noch gar nicht gesagt, ja? Alle anderen Sachen lassen sich natürlich jetzt auch so steuern. Und wirklich, bei Sachen wie dem Vogelfliegen, ja? Oder mit dem Käferfliegen, fühlt sich das jetzt wie das Normalste auf der Welt an. Dadurch macht das Fliegen auch Spaß und fühlt sich nicht jedes Mal wie eine Bestrafung für dein Handgelenk an. Vielleicht bin ich auch eine kleine Bitch geworden und in meiner Komfortzone gefangen, aber weißt du was? Hier muss ich nicht rumfuchteln. Also, Jokes on you. Ich weiß, du willst mir in die Fresse hauen. Aber du kannst nicht. Skyward Sword ist einfach, finde ich, mit allen Sachen, die das Game beinhaltet, eines der abwechslungsreichsten Zeldas. Es hat so viele kleine geniale Ideen und Minispiele und kleine coolen Mechaniken. Es leidet natürlich auch unter den alten Zelda-Problemen, wie dass man, wenn man Items in einem Dungeon bekommt, dass man die dann nur im Dungeon und gegen den Bosskampf einsetzt und dann halt nie wieder. Aber das machen halt... Halb. Aber ja, ich sehe sein Problem. Peitsche, useless. Schleuder, useless. Dieser Saugtopf, quasi auch useless. Das stimmt schon. Die anderen Sachen locker weg. Und apropos Bosskampf, die Bosskämpfe sind hier richtig nice. Auch die nutzen die Motion-Steuerung perfekt. Bei Girahim aka Victor muss man mit dem Schwert seine Hand auf so eine Seite locken und dann schnell von der anderen Seite schlitzen. Oder der Kampf gegen diesen Typen. Der kann das Schwert wegnehmen? What? Das wusste ich nicht. Seite locken und dann schnell von anderen Seite... Digga, was? Der kann das Schwert... Das ist bei mir nie passiert. Das wusste ich nicht. Sitzen. Oder der Kampf gegen diesen Riesentypen hier, ja? Mit der Peitsche... Bro, bester Boss überhaupt aus allen Zeldas. Punkt. Peitscht man seine Arme kaputt und dann nimmt man seine eigenen Waffen, um ihn kaputt zu machen. Aber vielleicht sogar am besten finde ich immer diese kleinen Bosskämpfe, welche einfach so reine 1 gegen 1 Schwertkämpfe sind. Ja. Die machen durch dieses Kampfsystem einfach nur mega viel Spaß. Ich hatte Skyward Sword wirklich noch gut in Erinnerung, ja. Und jetzt, knapp 10 Jahre später, ist es tatsächlich noch besser als in meiner Erinnerung. Ja. Ich weiß, es ist nicht für jeden... Genau dieses Erlebnis hatte ich auch. So, ich wusste ja, es war ein gutes Game, aber durch den Switch-Remake habe ich so richtig lieben gelernt. Aber bei mir hat fast alles gestimmt. Ja. Dieses Zelda hat durch den Wolkenhorn und den Leuten so viel Charakter. Ja, das ist auch noch ein Punkt. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich es so mag. Dadurch, dass im Wolkenhorn all die Charaktere so eine eigene Persönlichkeit haben, alle haben was zu erzählen, alle verändern sich auch im Laufe des Spiels. Ne? Ihre Gefühlslage verändert sich, sie wohnen auf einmal woanders, sie verschwinden, sie tauchen auf. Das hatte für mich so ein bisschen diesen Majora's Mask-Vibe. Das ist ja das, was ich an Majora's Mask so liebe. Dass jeder Charakter wichtig ist, dass das Hauptspiel auch da ist, aber das Geist ist in diese ganzen Geschichten, diese ganzen Sidequests zu erleben. Und der Wolkenhort ist für mich wie so der kleine Bruder von Unruhstadt aus Majora's Mask.
Zelda ist vielleicht meine liebste von allen Games. Auf der Switch erkennt man jetzt endlich was und das Kämpfen macht immer noch so Bock, ob mit Bewegungssteuerung oder mit den Sticks. Es war wirklich cool, hier mal wieder reingeguckt zu haben. Ob die 60 oder 70 Euro es wert sind für so ein Remaster, das muss, denke ich, jeder selber für sich entscheiden. Ich habe es bisher noch selber nie besessen, deswegen bereue ich jetzt nichts. Im Gegenteil, ich kann es nur jedem empfehlen. Also, I Am Legend Skyward Shotgun bekommt von mir 3 von 3 Love Triangles. Okay. Aber stabiles Video. Sehr, sehr, sehr stabiles Video. Hat mir sehr gut gefallen. Mir gefällt die, mir hat das die Sprachgeschwindigkeit extrem gut gefallen. Das Editing war gut, aber nicht störend. Er muss noch ein bisschen an seinen Skyward Sword Skills arbeiten. Das hat mich ein bisschen getriggert. Nein, wirklich gutes Video. Also, hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Sehr, 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 sehr nice. Und ich würde gern, glaube ich, in Zukunft noch mehr von ihm anschauen. Das war ein sehr cooles Video.